Hallo meine Freunde der schlechten Unterhaltung, willkommen zu Let's Play Outlast Folge 3. Hallo. Höchst motiviert mit Olli und mir. Ich muss sagen, es ist ziemlich ungewohnt mit dem Teil zu spielen, vor allem wenn es keine Maus hat. Das ist vom Mac, die Maus. Hier kannst du Maus anstecken. Achso, hier ist Maus. Funktioniert die auch? Die müsstest du noch anstecken lassen. USB ist nicht drin. Okay, und wo ist das USB-Teil? Clever! Da hinten. Soll ich sie helfen? Nein, du sollst mich nicht helfen. Sie sollen aufnehmen. So, Der hat sich schon eine Minute verplant, einfach weil er zu faul ist aufzunehmen, der liebe Max. Ja. Ja, die Scrollrichtung ist falsch rum. Das sehe ich jetzt nämlich auch gerade. Wo bist du? Bist du hier schon lang geklettert? Nein, bin ich noch nicht. Ah, muss ich da anscheinend lang. So. We got no more room in hell. Yeah. Sollten wir vielleicht auch mal wieder Let's Playen. Ist so. Lange ich gebraucht habe, ey, Schreck im Keller, was ich. Follow the Blatt. Follow the Blatt. Folge dem Blatt. Ich will das gerade mal angucken, Alter. Schrecken im Keller, wie lange das bei mir ging. Wobei, bloß 14 Minuten. Du hast übrigens immer noch nicht die neue Betitelung der Folgen verstanden, ne? Hä? Guck dir mal an, wie ich meine Minecraft-Folgen betitelt habe. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, und so sollte das jetzt eigentlich jeder machen. Ach komm, Alter, das weiß doch sowieso jeder. Trotzdem, bloß da kommt der Titel zuerst und dann folgt halt die Folge und sowas. Deshalb. Das liest du mal vor. Ja. Komm. Von blabli blub wolfram at merkovcore.us.com an hgrant at Mirkovcore.us.com betreff Kunstprogramm für Patientin, Patient Vater Martin. Ach, Archimbaut. Ach, Archimbaut. Ist doch egal. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben. Damit ich mich schon mal ordentlich wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin, wie heißt er gleich? Archimbaut. Ah. Hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Markov möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Okay. Du kannst ja mal deine Brickforce-Folgen raussuchen fürs Special. Kopfhörer liegen. Nein, die sind schlecht. Ich weiß. Aber ich hätte es mir einfach trotzdem gerne auf. Die anderen Kopfhörer fürs MacBook, die liegen in meinem Zimmer drüben, ne? In welchem Zimmer? Da, die müssten irgendwo unten neben Bett liegen oder so. Unten neben dem Bett? Ja. Da liegt einiges neben deinem Bett. Also irgendwo da in der Region oder neben meinem Sitzsack. Wird immer besser. Ja. Wie sehen die denn aus? Ja, das sind sie. Hinter dem ist eine Akte, da musst du reingehen zu dem. Aber der ist doch nicht so nett. Jetzt geh da hin, du darfst nur nicht zu nah an den rangehen. Du darfst nur nicht zu nah an den rangehen, der schlägt dich sonst auch nicht. Hör auf. Der kommt dir nicht nach.
Ja gut, Der kommt nicht nach, der ist nur gerade ein bisschen stur, der will das nur nicht einsehen. Der linke Seite. Ja, stimmt. Da. Sehr gut. Kannst du ruhig die Festplatte wegstellen, ne? Ja, aber ich stell's unten auf den PC. Hier hinten war irgendwas. Ah, une Batterie. Sag ich doch. Aber sonst nix. Netter Mensch. Ja, Lautstärke oben, siehst du vielleicht. Ja, ja. Nicht den Einschaltknopf betätigen. Ah! Da war ja was. Schreib dir mal die Stellen vielleicht auf. Das wird erst ein bisschen dauern, aber gut. Lass dir Zeit. Ich lass mir Zeit. Das ist die Hypermausempfindlichkeit des Todes, ey, ohne Witz. Ich mag meine Maus gern etwas träger. Und natürlich hier Mausbeschleunigung aktiviert. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr da, egal wo der hin ist. Hauptsache, der kommt nicht wieder. Verlose Blatt. Erstmal, you must tell oder so, you must press the Knopf. Oh yes. My dear. Ah. Oh, ihr, wer? Nein, 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 nein. Die Musik ist weg. Au. Boah, das Ding ist wirklich so zwingend nötig. Outlast. Da sind wir einfach mal den Platten gefollowt. Sind doch hoffentlich jetzt weg, oder? Tier geht's durch, okay. Was hättest du filmen müssen? Was? Also. Okay. Ich bin verwirrt. Ich habe auf jeden Fall eine Security-Karte, aber die habe ich gerade eingesammelt. Aber ich gehe erstmal hier rein. Bald feiß ich ja die Idee. Murkoff-Korb, PG-Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Dann übernehme ich jetzt auch mal wieder mit hier. Ich habe jetzt, bin es leid, zu schauen, wie du zockst. Beziehungsweise ich schaue jetzt, ich helfe jetzt auch beim Kommentieren. Ja, schön. Machen wir. Ich meine nicht, dass du was Besseres zu tun hättest, ne? Aber. Juckt mich nicht.
kann doch gut zocken, ey. Hier gibt es nichts. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, schau mal da unten bitte. Okay. Was passiert, wenn man den jetzt entgegenrennt? Und dann ersticht er dich, das habe ich nämlich schon mal gemacht. Da bin ich im Let's Play, bin ich hier lang und bin dann ein Fenster zu früh rein. Da bin ich bei dem rein, glaube ich. Oder bin ich einfach, naja. Nee, bei dem bin ich rein. Oder so, egal. Ich mache mich mal schnell vom Acker, ne? Ja. Dann mache ich die Tür mal wieder zu. Was geht hier denn lang? Hier geht's nicht lang. Eine Treppe geht da lang. Aber hier geht es lang, aber hier gibt es nicht. Eine Mappe. Eine Akte. Anbei finden wir eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer... von Murkoff Psychiatric Systems, keine lebenden Anverwandten. Start Colorado, bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preverse, voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre. Aus schlecht. Twitter, Farbe, Rasse, schwarz, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum am 20. Oktober 1818, Geburtsort 1918. Türkei, juckt mich nicht. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hier bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni bis 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ich... und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursachen und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Ah. So weiter geht's. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 10 vor 8. Zitat Deutschlandfunk. Ja, da mache ich jetzt mal nicht wieder in diese Duschen. Sondern ich gehe mal hier lang und ich ahne, was uns erwartet. A little bit power of a Knuddelfreund. Reit? Oh no. Oh yes, I'm right. Yes, thank you. Power of our Knuddelfreund. Oder kommt hier wo so kommt ihr überhaupt? Das will ich lieber nicht wissen. Aber da kommt gleich angeknuddelt. Das ist Tom. Tom kommt gleich angelaufen. Der ist nicht so begeistert von meiner Spielweise. Ich seh's. Aber Tom bitte nicht persönlich nehmen, ne? Der Max spielt immer so. Mach raus. Au. Au. Jetzt musst du schnell machen. Oh. Mutti, was gibt's denn heute zum Mittagessen? Gulasch! Denk mal, Alter, Fetti, Fett, 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 Fett kommt gleich. Ja, da kommt der gleich hier lang. Mach mal Licht aus, Nachtlicht aus, weißt du. Ich muss auch sehen, wann der lang kommt.
Oh oh. Oh. Bei dir Friends. Weil der hat so schöne Beinringe. Please go away. Wenn er jetzt nach rechts geht, was er nicht tut. Ich bin gerade wirklich gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Ich werde mich garantiert total doof anstellen. Wir hätten einfach normal spielen sollen. Nein, langweilig. Komm mit Sprinte einfach, es kann dir eh nichts passieren. Doch. Es kann mir also nichts passieren. Ja. Versteck dich jetzt halt, ey. Du warst schon ein bisschen safe. Hey, Licht aus. Man muss sagen, das war souverän gemeistert. Hier geht's nicht durch. Aber bevor ich mich in den Duschen begebe, vor Duschen habe ich ja mittlerweile auch Angst. Wieso, hatte ich mal nach so Spinne gebissen in der Dusche oder was? Nö, du warst so. Da hast du nicht mehr gedacht, oder? Ich glaube, du wirst mal dein später, wenn du irgendwann mal sterben solltest, was wir natürlich nicht hoffen. Hoffen wir das nicht? Ist auch egal. Ich glaube, du stirbst an einem Horrorspiel. Soll ich weiterspielen? Willst du weitermachen? Ja, ich mach dann schon weiter. Look nach von Battery. Oh yes. I try this already. That's nice. Also wir haben so einen Geo-Lehrer, da macht der Geo mit uns in Englisch. Der hat übel sächsischen Akzent drauf, wenn der Englisch spricht. That's nice. Oh yes. It's komm jetzt, let's go weiter. Au. Au. That must have hurt a little bit. Aber der wäscht sich gerade. Also dem ist der ist nicht mehr so ganz richtig. Okay, wir werden gleich gefasst. Nein, es war sogar mal ein netter Mensch. Alter! Jetzt geht's los, Alter, pass auf. Der will was von dir. Und ein Tipp, es ist nicht ein Kind. Bin ich pädophil oder was? Wir haben jetzt einen Neuen in der Klasse, der heißt Peter und sein Spitzname an der alten Schule war Peter 4. Ich hätte ihn ja Peter Selige genannt, aber. Beidetweg nennt ihn doch Peter 4. Oh, Ü-Batterie. That's nice. Oh yes. I also think so. Setz super. Ah. Ups. Was hast du denn? Ich hab die Kante nicht schnell genug gesehen. Okay, also irgendwie hat er ein bisschen einen kleinen. Oh, eine Waffel. Unsere Waffel. Oh yes. Ich weiß einfach gerade nicht, was ich kommentieren soll. Wie gesagt, das alte Let's Play fand ich im Klassen besser, aber gut. Ist. Ja, dann mach was Sinnvolles, wenn du nicht kommentierst. Seht das halt sinnvoll? Das dauert. Nee. Zählt das sinnvoll? Nee. Man kann sehr schwer schlecht seine eigenen, weißt du? Ja. War ich jetzt schnell genug? Jo. That was very better. Ist etwas wäre besser, okay. Ach komm schon. Ja, warte mal, ich könnte. Ist etwas not mal lustig, ey. Ist etwas just traurig. Oh yes.
Sonst weil die halbe Batterie dabei drauf geht, ne? Ah. Oh, jetzt tut uns mal nichts oder was? Okay, wir können hier lang. Hier ist einer, der ist nicht so gewillt, mit uns zu sprechen unterm Bett. Hier ist nichts. Ah, hier geht lang, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht da lang gehen würde, wo es lang geht. Ich soll jetzt aufhören, wie das wird langweilig. Ja, macht er dann immer, ja. Da war doch gerade was. Ne, das war Türschließen, ne? Ui. So, aber ich muss sagen, ab hier lasse ich den Olli mal wieder ran, ne? Machen wir. Und ich hoffe, es hat euch hoffentlich nicht gefallen. Wenn doch, dann gebt doch bitte ein paar Däumchen nach oben. Wenn es uns gefallen hat, Daumen nach unten, alles klar. Schlechteste Bewertung ever incoming. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Ansonsten natürlich, Spielkette, ja. Bis gleich.